Gujibere. Auch als Wolfsbeere bekannt und ein Strauch aus der Gattung der Teufelswurze. Interessanterweise ist sie auch eine Verwandte der hochgiftigen Tollkirsche. Aufgrund ihrer geografischen Verbreitung hat die Guji vielerorts unterschiedliche Namen, aber im Grunde handelt es sich um dieselbe Pflanze. Er ist ein echtes Superfood, vollgepackt mit wichtigen Stoffen für den Körper. Es enthält 18 Aminosäuren, 21 Spurenelemente, die Vitamine B1, B2, B6 und E. Deren Provitamin oder Vorstufe von Vitamin C ist erwiesenermaßen ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Makula, gelber Fleck, dem Teil des Auges, der für das scharfe Sehen verantwortlich ist. Die nährstoffreichen Gujibären werden wie Rosinen roh, gekocht oder getrocknet gegessen und in Kräutertees und Säften, alkoholischen Getränken und Medikamenten verwendet. Einige Studien haben gezeigt, dass Guji positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat, die Gelassenheit fördert, bessere sportliche Leistungen ermöglicht, die Schlafqualität verbessert, beim Abnehmen hilft und den Alterungsprozess verlangsamt.